Ich habe mir vor kurzem ein T-Shirt gekauft, das ich so im Alltag gar nicht brauche. Ich fand es aber unfassbar schick und wollte es mal ausprobieren, deswegen habe ich es mir geholt und das ist es. Das Clawgear Instructor T-Shirt Mark II und was es damit auf sich hat, das seht ihr jetzt. Das T-Shirt kommt in 5 verschiedenen Farben, in Solid Rock, RAL 7013, in Navy, Coyote und wie in dem Fall in Schwarz. Zuallererst, dieses T-Shirt hat einen speziellen Anwendungsbereich. Es ist nicht für militärische Operationen gedacht, sondern mehr für den Tag auf der Schießbahn oder halt für Leute, die andere Leute einweisen. Deswegen hat es ein paar taktische Features, ist aber nicht so aufgebaut wie ein Combat-Hemd. Dieses T-Shirt besteht aus 60% Baumwolle und 40% Polyester. Das unterscheidet es schon mal stark von einem Combat-Shirt, obwohl es dem Ganzen sehr ähnlich sieht. Denn hier haben wir den Baumwollanteil, der deutlich höher ist und es ist dadurch auch nicht aufs schnelle Trocknen ausgelegt, wie zum Beispiel ein Combat-Shirt, das man unter einem Plattenträger trägt. Schauen wir uns das Ganze mal an. Neben dem Etikett, das aufgedruckt ist und kein extra Etikett ist, was ich ziemlich cool finde, die kratzen sonst immer, haben wir hier am Kragen einen Rundausschnitt mit sehr weichem Stoff. Finde ich sehr angenehm. Und was als erstes mir nicht aufgefallen ist, man hat hier oben noch eine Gummiöse. Die hat man auf der anderen Seite nicht. Es ist nämlich, wie man erst vielleicht denken könnte, vielleicht eine Aufhängfunktion. Nicht für das T-Shirt, sondern für was anderes. Was das ist, darauf kommen wir noch zurück. Dann haben wir hier auf den Schultern keine Nähte. Die sind vorne an der Brust und hinter der Schulter so ein bisschen angelegt. Das heißt, man könnte trotzdem mit diesem T-Shirt Plattenträger tragen, ohne dass die Nähte dann quasi in die Schulter eingedrückt werden. Auf der Brust haben wir eine Klettfläche für ID-Patches. Die ist 13,5 cm breit und ca. 2 cm dick. In der Klettfläche haben wir noch 2 kleine Ösen. Einerseits könnte man die natürlich nehmen, um hier einen Stift reinzumachen oder wenn man seine Schussschutzbrille oder seine Sonnenbrille mal nicht tragen möchte, habe jetzt keine Sonnenbrille parat, kann man die Brille hier reinhängen. So, die setze ich aber wieder auf, weil sonst sehe ich nichts. Da die Ärmel identisch sind, zeige ich es jetzt mal symbolisch an dem linken Arm. Man hat hier einmal eine große Klettfläche für Patches oder ähnliches, dann hat man hier hinten die Möglichkeit nochmal einen Stift oder ähnliches reinzuschieben. Da würde ich tatsächlich dann auch eher einen Stift tragen, einfach weil er dann mir nicht vor der Brust rumwackelt und hier besser gesichert ist. Und wir haben auch die Möglichkeit, hier drunter, hinter der Klettfläche besser gesagt, etwas reinzuschieben. Die Tasche ist ungefähr so groß, wie man hier an den Nähten erkennen kann. Für euch als Vergleichwert, hier ist so ein Ride in the Rain Block. Der passt hier perfekt rein und verschwindet da auch, wenn man zum Beispiel Notizen machen möchte über sein Training. Die Zipper sind von YKK und da habe ich mir erstmal keine Gedanken gemacht, weil ich kenne das von anderen Produkten mit YKK-Zippern, dass die immer relativ gut laufen. Und hier ist das Problem, also die Zipper laufen gut, die haken nicht. Das Problem ist, dass der Ärmel zu leicht ist und man keine Möglichkeit hat, das hier irgendwie gegen zu klemmen. Das heißt, wenn man das T-Shirt anhat und versucht, das hochzumachen, muss man eigentlich hier festhalten, damit man den Zipper gut zukriegt. Finde ich ein bisschen schade. In dem Fall ist es jetzt so, dass man immer mit der Hand festhalten muss, um dann Stück für Stück zuzumachen. Direkt darunter, auch beidseitig, haben wir kleine Taschen hier unterm Arm. Diese Taschen sind dafür gedacht, entweder das Handy zu tragen oder man kann natürlich auch dort seinen Block reinmachen. Und ich glaube, ich bin mir aber nicht 100% sicher, weil ich das nicht nachprüfen kann, da passen auch AR-Magazine rein. Glaube ich aber, das weiß ich nicht 100%. Und jetzt kommt der Kniff, ihr erinnert euch, die Öse oben am Nacken. Das ist für, deswegen habe ich auch das Handy jetzt als Beispiel genommen, für einen
Kopfhörerkabel. Man kann nämlich, und das geht nur auf der linken Seite, deswegen zeige ich es jetzt exemplarisch an der linken, hier auf der Innenseite die Kopfhörer durchmachen, dann das Kabel im Hemd hochführen und dann hier oben nochmal festmachen. Das heißt, man hat dann die Kopfhörer hier raushängen und ist dann damit auch ein bisschen aus dem Weg, man kann sich da nicht verheddern. Mittlerweile nutze ich aber keine kabelgebundenen Kopfhörer mehr, deswegen kann ich das jetzt auch nicht sagen, inwiefern das praktisch ist, weil ich einfach aktuell keine besitze. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt wichtig ist, kabelgebundene Kopfhörer zu haben, wenn man denn auf einer Range ist oder so, ob da irgendwie Bluetooth-Verbot ist, ich kenne mich damit nicht aus. Dementsprechend müsst ihr mir in die Kommentare schreiben, ob das ein praktisches Feature ist oder nicht. Dann kommen wir zum Saum. Hier ist eigentlich nichts weiter. Hier ist nur noch das Logo. Hier unten ist nichts. Taschentechnisch war es das auch. An dem T-Shirt ist nicht wirklich viel dran. Aber dafür, dass es ein T-Shirt ist, ist schon wieder viel dran. Also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Wie man sehen kann, dieses T-Shirt ist sehr lang. Hier ist mein Gürtel und meine Hüfte. Und dieses T-Shirt reicht mir entspannt bis zu den Seitentaschen der Hose. Und da habe ich mich gefragt, woran liegt das? Ich meine, auf der einen Seite, die Ärmel sind jetzt ein bisschen länger als gewohnt. Deswegen dachte ich, vielleicht habe ich einfach die falsche Größe. Und da kam mir der Gedanke, wenn es ein Instructor-T-Shirt ist und es für, naja, diverse Drills oder so gedacht ist, Übungen, dann will man das wahrscheinlich dann auch in die Hose stecken. Und dafür hat das die ideale Länge. Wenn man sich ein normales T-Shirt in die Hose stecken möchte, das, sagen wir mal, knapp über den Gürtel geht und man die Arme in die Luft reckt, dann kommt das T-Shirt wieder raus. Das kann dir hier nicht passieren. Dementsprechend denke ich mal, die Überlänge ist einfach dafür da, dass man gewährleisten, dass das T-Shirt im Bund immer bleibt, ohne dass es bei extremen Bewegungen rauskommen kann. Was kann ich abschließend zu diesem T-Shirt sagen? Einiges. Ich mag das Material. Es ist sehr weich, auch nach mehrmaligem Waschen noch nicht verwaschen. Und es ist einfach sehr angenehm zu tragen auf der Haut. Mir gefallen die verschiedenen Funktionen, auch wenn ich sie wahrscheinlich nicht so sehr nutze wie jemand, der es wirklich für die Arbeit braucht. Aber ich finde es auch sehr schick. Und das ist ja auch Teil dieses Kanals, dass ich Sachen vorstelle, die ich mir persönlich kaufe, weil sie mir gefallen. Was mir gar nicht gefällt, ist die Lösung mit dem Reißverschluss. Ich weiß, es ist schwierig, das zu machen bei einem kurzen T-Shirt, aber es muss irgendwie eine Möglichkeit geben. Denn ich habe mich damit abgefunden, das Ganze so Stück für Stück zuzumachen, aber ich habe es auch nicht eilig. Und Leute, die es eilig haben oder Leute, die nicht bereit sind, diesen Kompromiss zu machen, die wird das definitiv stören. Ich weiß nicht, wie man es besser machen könnte, das ist mir nur aufgefallen. Des Weiteren finde ich die Funktion hier im Kragen für die Kopfhörer oder ähnliches, finde ich gut. Ich mag's. Ich benutze zwar keine kabelgebundenen Kopfhörer, aber für Leute, die das noch machen oder für Leute, die zum Beispiel für ihre Funke ein Kabel nach oben führen möchten, für die ist das natürlich eine coole Sache. Was sagt ihr zu diesem T-Shirt? Spielerei oder tatsächlich Nutzen mit den ganzen Taschen? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne positive Bewertungen und ein Abo da und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.